Willkommen in Hawaii, Leute. Passt gut auf. Ihr seid beim Motorfest. Leute, Fotozeit. Also gut, Leute, ganz ruhig. Ich weiß, ihr seid aufgeregt. So ein Flug ist immer ein Erlebnis. Also, willkommen hier beim Motorfest. Ich bin Malou, die Motorfest-Sprecherin. Und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Ihr seid Ehrengäste, Athleten, Festivalfreunde, Autofans. Alle heute hier im herrlichen Hawaii. Dies ist das Festivalgelände. Aber wir haben die ganze Insel für euch vorbereitet. An diesem Ort könnt ihr alles fahren. Vom Klassiker bis zum Tuning Monster. Es ist eine großartige Hommage an die Automobilkultur im Namen von Motorfest. Wir nennen diese Schätzchen die Playlists. Und ich lese das nicht nur in der Motorfest-App hier. Ich habe sie ausprobiert, bevor ihr hier wart. Und hier, ich zeig's euch. Diese Playlist ist ein einzigartiges Erlebnis. Sie heißt Made in Japan. Bei Made in Japan lernt ihr die japanische Autokultur von Grund auf kennen. Hier trifft Teer auf Tradition. Von den Berggipfeln in die Städte. Diese Neonreise solltet ihr auf keinen Fall verpassen.
die Playlists für euch auszuprobieren, ist das Schöne an diesem Job. Mittendrin in der Action, am Steuer von japanischen Drift-Ikonen, einfach genial. Zu rasen war einfach unglaublich. Aber die nächste Playlist hieß Offroading Addict. Also ab in die Wildnis. Abseits der Straße habt ihr die Chance, selbst zu bestimmen, wo es lang geht und die weite Landschaft zu erkunden. Die Insel wird zu eurem Spielplatz. Totale Freiheit zu eurem Credo. Hier könnt ihr die ausgetretenen Pfade verlassen. Improvisation. Bei der nächsten Playlist geht's allein um Wettkampf. Deswegen heißt sie Motorsports Playlist. Sie ist nur was für Profis. Motorsports dreht sich alles um Bestleistungen, die Spannung des Wettkampfs, aber auch um strategische Gesichtspunkte und Entscheidungen unter Druck. Es gibt einfach nichts Schöneres, als mit dem eigenen Team in der Königsklasse des Motorsports zu triumphieren.
Pitstops einlegen, die Konkurrenten im Auge behalten. Das ist ziemlich anstrengend. Es war schön als Champion, aber dann wurde es Oldschool. Vintage Garage. Eine Playlist für echte Autoliebhaber. Bei diesen Autos geht es nicht nur ums Aussehen oder Nostalgie. Es geht darum, wie sie sich fahren, sich lenken und sich anfühlen. Es war eine echte Herausforderung, aber eine gute. Außer als Sammler, wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit solchen Legenden eine Spritztour zu machen? Das ist die Stärke von Vintage Garage. Zurück in eine Zeit, als es kein Nitro für den Kick gab und kein GPS, das sagt, wo es lang geht. Irgendwie beruhigend. Mit dem Alten und rein mit dem Neuen ist angesagt. Die nächste Playlist ist legendär. Lamborghini. Eine eigene Playlist für dieses berühmte, bahnbrechende. Mir gehen die Adjektive aus. Als ihr das Lamborghini-Logo gesehen habt, wusstet ihr doch sicherlich Bescheid, oder? In dieser Playlist stehen euch einige der berühmtesten Automodelle zur Verfügung. Diese Autos sind unübertroffen. Ihr taucht ein in die Geschichte von Lamborghini. Sie steckt voller Kraft und Innovation. Es war ein seltenes Privileg, mit so vielen dieser Legenden zu fahren. Und all das habe ich Motorfest zu verdanken. Und jetzt seid ihr dran. Hat's euch gefallen? Also das war nur die Spitze des Eisbergs. Aber eins nach dem anderen. Folgt mir! Seht euch mal um. Das ist, worum es hier geht. Autos, Benzin, PS und kein Stress. Ihr werdet das Festival schon sehr bald erkunden können. Und denkt dran, wir sind in Hawaii.
Und nirgendwo kann man sich besser beweisen als hier. Zeige deinen Stil. Tune dein Auto. Das ist Autokultur pur. Komm mit, wir treffen jetzt den Star der Show. Dein Auto natürlich. Na los, Zeit, sich eins davon auszusuchen. Sobald du dein Auto hast, übergebe ich dich an Kara, deine KI-Assistentin. Im Zweifelsfall kannst du dich auf ihren Rat verlassen. Unterstützung aktiviert. Alle Motoren los. Hi, ich bin Kara. Ich werde dir bei der Wahl einer Playlist helfen. Made in Japan. Fahre und drifte im Neonlicht in dieser Reise durch die Hawaii Scenic Tour. American Muscle. Entfessle den Street Racer in dir, indem du einige der berühmtesten... Made in Japan. Fahre und drifte... Rule the Streets. Triff das Donut Media Team und stelle dich James Pumphreys Fragen, Herausforderungen und Autoduellen. Hier steht eine Playlist zur Verfügung. Wähle dein Ziel und lass die Show beginnen. Ich wette, unser nächstes Abenteuer haut dich von den Socken. Diese Jungs haben es echt drauf. Ihre Philosophie, dass Autos für alle da sind, und ihre Energie lassen ihre Inhalte herausstechen wie, ich zitiere, ein Pferd in einer Herde Ponys. I got a question for you guys, and buckle up, Buttercup, because it's a doozy. Freaking lightning, baby! Boom! That's good! Listen up, you buff horses. I've got 7 questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever seen. Here we go. Boom!
The car world is made up of rivalries and unanswered questions. You need to settle them once and for all. More power, baby! Will it be easy? I don't think so. That's why I love him. He gives the people what they need to hear. And in the end, I need you to answer the biggest question of them all. Who rules the streets? That is the most badass thing I have ever heard of. More power, baby! Das ist Rule the Streets. Los! Zur nächsten Aktivität über. Such dir dein nächstes Ziel und dann los! Kara aktiv! Diesmal bleiben wir nicht in Honolulu. Wir treffen uns mit dem Donut-Team am Fuß des Berges. Sie brauchen dich für ein besonderes Experiment, bevor es in die Stadt geht. Ungelogen. James will hier groß einsteigen. Ferrari and Lamborghini have been rivals since they were babies. It's true. But don't look it up. Before we set up camp downtown, you'll be racing through the countryside in the Italian supercar of your choice. Either the Ferrari F12 Maranetta or the Lamborghini Huracan. Which beast owns the mountain? The Italian Stallion or the Stromboli Bully? The Lamborghini must shine. Let's ride. Hey, James here. I'm talking to you from this drone. Well, I'm not actually in the drone. That would defeat the entire purpose of a drone. That would be a helicopter. It will follow you the whole time and take some awesome shots for our videos. Not in a weird way. Anyway, have fun. I'm
Automobili Lamborghini versus Ferrari. Man, I am so pumped. Hey, no pressure, but these cars are like really expensive, so try not to crash and burn, okay? There's gonna be turns. Sorry. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. Nun, da du das Donut-Team kennst, weißt du vermutlich, worauf du dich einlässt. Glaub mir, die haben noch mehr Überraschungen auf Lager. Stadt dein Spielplatz. Und deine erste urbane Herausforderung ist ein wilder amerikanischer Straßenkampf. Im Moment darf ich nicht mehr verraten. Ich habe versprochen, James die Details zu überlassen. Tough boys and girls, you think you've got muscles? Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro ZL1 or a Shelby Mustang GT500 to find out who's got the biggest American muscles? Spoiler, it's me. The Shelby GT500 performance is your business today. Oh.
muscle car's natural habitat, the concrete jungle. How's it feel? Didn't think muscle cars could turn like that, did you? Flex that car's muscle. I'm flexing right now, you just can't see it. Sorry, that's just the drone talking. He's very excited. Don't mind him. Oh, hey! I used to live in that building. American muscles. Let's find out. Oh, watch out for that curb. Glückwunsch! Dann mal weiter zur nächsten. Hast du noch Spaß mit Donut Media? Dann lass uns tiefer in ihre Welt eintauchen. Die Donut Crew hat viele Shows auf ihrem Kanal. In einer davon vergleichen sie Billigteile mit High-End-Versionen. Das nennen sie High-Low und davon bekommst du jetzt einen Vorgeschmack. In diesem
Workshop wirst du den ach so hübschen Nissan 370Z Nismo fahren. Nothing is more iconic than low car. Except for high car. In this time attack, you'll get to drive both 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between cheap mods and expensive mods really is. Can you beat your own time switching from low car to high car? Show us then. Does more expensive mean more better? I mean, yeah. No, definitely. Doesn't. We did it in real life. All right, hotshot. Let's see what you can do with that setup coming straight from the sail rack. Give it the beat! Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, yo! Fully upgraded. Let's rip. Okay, we've done the whole part switching thingy, brakes, tires, suspension, exhaust. Only the best for my baby. Here comes the straight line. Time to put that Nismo high car to the test. Punch it! I know you're focused on driving right now, but I just want to call out that I'm doing a really good job flying this drone. It's my first day. Nail it.
keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's.